Hallo Foto- und Autofreunde, hier ist der Pascal, der Forestwalker. Ja, heute möchte ich euch mal diesen Tarnanzug hier vorstellen. Und wenn du Interesse dran hast, dann bleib dran. Nach dem Intro geht's los. Ja, wie eben schon gesagt, möchte ich euch heute diesen Tarnanzug hier vorstellen. Und der besteht aus einer Hose, einer Jacke und dieser Tarnsturmhaube hier. Und ja, den habe ich mir bei Amazon bestellt, war auch gar nicht so teuer. Die Hose und die Jacke, die hat, glaube ich, zusammen so circa 35 Euro gekostet. Und dann nochmal 13 Euro für diese Sturmhaube hier. Und ja, relativ günstig, sage ich mal. Und daher ist auch die Qualität, wie ich das Ganze ausgepackt habe. Habe ich schon direkt dran gedacht, boah, das schicke ich gleich wieder zurück. Das ist wirklich sehr, sehr dünn, der Stoff. Und von der Qualität her hat er auf den ersten Blick gar keinen so guten Eindruck gemacht. Schaut mal her. Ist wirklich sehr dünn. Kann man schon fast durchschauen, so ein bisschen. Seht ihr das? Ja, auf jeden Fall hat das beim Auspacken gar keinen so guten Eindruck gemacht. Aber dann habe ich das Ganze mal angezogen und dann auch mal bei einem kleinen Spaziergang im Wald mal kurz angetestet. Und wenn man so dran zieht und ein bisschen dran reißt, also so schlecht für 35 Euro oder so ist der ganze Anzug eigentlich gar nicht. Ja, von daher habe ich gedacht, behalte ich das Teil doch mal und teste das Ganze mal ein bisschen mehr aus. Und vor allem stelle ich es euch auch mal vor. Vielleicht hat der eine oder andere von euch ja auch Interesse dran. Das Ganze verlinke ich euch mal hier unter dem Video. Ist keine besondere Marke, sage ich jetzt mal. Habe ich noch nie was davon gehört, von der Marke hier. Denke ich, kommt sonst woher. Ihr wisst, was ich meine. Und von daher steckt da, denke ich, auch keine riesengroße Firma irgendwie dahinter, die hier mega tolle Tarnbekleidung macht, sondern die Dinger hier werden einfach nur günstig rausgehauen. Ja, bevor wir richtig loslegen, wie gesagt, hier, das ist so wie so ein 3D-Anzug. Hier sind auch wie so Blätter dran vernäht, wie ihr das sehen könnt. Ja, von daher wird auch die Kontur überall so ein bisschen noch gebrochen. Finde ich nicht schlecht. Auch hier bei der Sturmhaube hier. Da sind auch wie so Blätter dran genäht. Und ich finde, das sieht ganz gut aus. Ja, wenn man sich natürlich richtig tarnen will, dann sage ich mal, dann kauft man sich eher klassische Tarnkleidung für die jeweilige Umgebung, in der man sich tarnen möchte. Ja, ich sehe das Ganze jetzt eher weniger aus der militärischen Sicht, sondern einfach nur, wenn ich mal in den Wald reingehe und mir ein Lager aufbaue, mich ein bisschen tarnen möchte oder so, dass ich nicht unbedingt direkt gesehen werde, dann vielleicht mal anzuziehen, aber auch in dem Fall eher weniger, sondern was ich mir eher dabei denke, ist, dass ich vorhabe, dieses Jahr vielleicht etwas mehr Tierfotografie zu machen und Tiere zu beobachten und mich da auch schön zu tarnen und zu verstecken. Und dafür, denke ich, eignet sich dieser Anzug wunderbar. Damit kann man sich schon sehr schön, denke ich mal, in die Natur integrieren, von der Optik her. Und vielleicht gelingt es mir dann auch mit meiner Kamera mal das ein oder andere Tier vor die Linse zu bekommen. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Ja, aber jetzt würde ich sagen, testen wir mal den Anzug, wie der hier in der Umgebung mich tarnen kann. Und ich werde mich jetzt immer mal verstecken und dann bin ich mal gespannt, ob ihr mich direkt entdeckt. Ich denke, das passt ganz gut von der Umgebung hier. Hier in dem Anzug ist viel braun und grün. Und so ist es auch hinter mir in der Landschaft, eher bräunlich und grünlich. Und von daher dürfte das ganz gut passen. Ich drehe auch zwischendurch die Kamera, dass wir immer mal wieder einen kleinen anderen Blickwinkel hier in den Wald haben. Und dann werde ich mich immer wieder mal verstecken. Und ich bin gespannt, ob ihr mich dann direkt entdeckt. Das könnt ihr mir ja auch mal gerne unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr mich direkt entdeckt habt. Oder ob der Anzug ja fürs menschliche Auge eher gesehen schlecht ist. Und man mich hier in der Umgebung zumindest dann immer wieder direkt gesehen hat. Ich denke, für Tierfotografie ist der völlig ausreichend und da kann man schon einiges damit anfangen. Legen wir jetzt endlich mal los. Ich verstecke mich jetzt zum ersten Mal und ihr müsst mich dann ja suchen in dem Bild. Und ich würde sagen, auf geht's!
So Leute, ich habe mir das Bildmaterial gerade eben mal hinten auf der Kamera angeschaut und soweit ich das auf der Kamera selbst beurteilen kann, sah das gar nicht mal so schlecht aus. Ich muss mir das Ganze natürlich dann mal zu Hause in Ruhe am Computer anschauen, aber ich bin auch mal gespannt, wie ihr das Ganze fandet. Und jetzt muss ich hier mal die Kapuze runterziehen und diese Sturmhaube ausziehen, obwohl dieser Stoff hier so dünn ist. Kriege ich doch ganz schön warm langsam hier. Puh. Ja, was natürlich vorteilhaft ist bei dem dünnen Stoff hier, ist, wenn man unten drunter auch sowieso schon grüne Klamotten oder braune Klamotten anhat, passt das richtig gut. Wenn man hier drunter wirklich knallbunte Klamotten anhat, dann kann das sein, dass die Klamotten etwas durchscheinen. So dünn ist der Stoff. Aber wie gesagt, wenn man unten drunter sowieso Outdoor-Klamotten anhat, dann dürfte das überhaupt kein Problem sein. Dann passt das richtig gut. Ja, ansonsten habt ihr eben gesehen, ich habe keine Handschuhe dabei. Die habe ich leider zu Hause vergessen. Deswegen habe ich jetzt beim Tarnen immer den Ärmel so über meine Hand drüber gemacht, habe dann vorne zugehalten und habe mich dann so irgendwie getarnt. Hat auf jeden Fall, denke ich, ganz gut funktioniert. Das nächste Mal muss ich auf jeden Fall mal an die Handschuhe denken. Und ich bin wirklich gespannt, wie ihr das Ganze fandet. Ansonsten gibt es zu dem Anzug gar nicht viel zu sagen. Ein günstiges Ding von Amazon. Und ich denke, für die Tierfotografie, wenn man sich da ein bisschen versteckt und die Kamera auch noch ein bisschen tarnt und so und sich dann ruhig verhält, ich denke, da kann man schon das ein oder andere schöne Tier vor die Linse bekommen. Das werde ich auf jeden Fall dann demnächst mal, wenn ich Zeit dafür habe, ausprobieren. Ja, ansonsten wird es jetzt auch gleich dunkel. Ich muss jetzt auch schon langsam hier einpacken. Bald ist Sonnenuntergang. Und ich habe mir zu diesem Anzug hier auch noch einen Poncho bestellt. Dann kann man natürlich die Hose bzw. die Jacke zu Hause lassen und hat dann hier so ein Poncho zum Überwerfen. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr Interesse daran habt, dass ich den Poncho hier auch vorstelle. Dann mache ich das auch noch ganz gerne. Ansonsten hoffe ich doch, dass das Video hier euch gefallen hat. Wenn ja, gebt doch einen Daumen nach oben. Abonniert noch hier meinen Kanal und dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr. So Leute, jetzt sind wir aber durch für heute und ich würde sagen, macht's gut und bis dann. Also, ciao.